fuhr die Feuerwehr Langenfeld um 18:06 Uhr auf die Jahnstraße mit dem Stichwort ausgelöster Heimrauchmelder. Bei Eintreffen erblickten die Feuerwehrkräfte eine massive verrauchtes Gebäude, woraufhin Vollalarm ausgelöst worden ist. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde massive Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Gebäudes festgestellt. Die Einsatzkräfte verschufen sich dann gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür. Dort rauchte es so stark, dass die Einsatzkräfte unter Nullsicht in das Gebäude vordrangen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es im Kellerbereich zu einem ausgedehnten Brandereignis gekommen ist. Die Brandbekämpfung wurde dort unverzüglich eingeleitet. Bei diesem Brandereignis ist keine Person zu Schaden gekommen. Leider müssen wir den Tod einer Katze beklagen. Insgesamt sind die gesamten Einsatzkräfte der Stadt Langenfeld zusammengezogen worden. Der Löschzug 1, die Hauptwache, Beusrad, Richrad und die Löschgruppe Wiescheid waren hier im Einsatz.